willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal ein Cinema 4D Tutorial. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ein Video in Cinema 4D einfügen könnt. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr braucht nur irgendein Programm, womit ihr zum Beispiel AVI-Filme erstellen könnt. Ich habe jetzt Camtasia Studio dafür. Und ich habe jetzt hier mal so ein kleines Testvideo gemacht. Hier, das ist jetzt ein ganz normales Video. Und das ziehe ich mir jetzt mal in Camtasia Studio hier rein. So, hier. Ziehe mir das hier in die Timeline. Und vergrößere das Bild hier nochmal kurz ein bisschen. So. Und hier auch nochmal. Ja, geht jetzt nicht. Ups. So. Lassen wir das mal so. Und jetzt gehen wir auf Produzieren und Weitergeben. Gehen hier auf benutzerdefinierte Produkteinstellungen, also Produktionseinstellungen, und klicken auf Weiter. Und hier ist es jetzt wichtig, dass wir hier auswählen AVI und dann klicken wir auch auf Weiter. Hier könnt ihr das alles so lassen und hier bei Farbe automatisch halt, Frame Rate automatisch und dann hier auf Weiter. Hier die Breite und Höhe könnt ihr doch entscheiden, wie ihr das haben wollt. Ich lasse das so, das sind die normalen Standard YouTube HD Größen. Und dann gehen wir auf Weiter. Hier auf Weiter. Und jetzt können wir uns hier einen Namen ausdenken. Ich nehme jetzt einfach mal Cinema 4D Tut. Und dann gehen wir auf Fertigstellen. Rendern das hier kurz, dann ist gleich fertig. So. Hier gehen wir fertigstellen, minimieren das mal. Und jetzt haben wir das hier. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und jetzt öffnen wir mal Cinema 4D. Das müsst ihr natürlich haben, um das Ganze zu machen. Falls ihr das nicht habt, ihr könnt euch die Testversion erstmal holen. Den Link dazu werde ich mal in die Beschreibung tun. Und ja, ich habe hier mal so einen kleinen Fernseher gebaut. Ich weiß, der ist jetzt nicht so toll und man hätte noch ein bisschen was verändern können. Aber ich habe ihn jetzt aber mal kurz schnell gemacht. Und ja, um jetzt das Video hier reinzukriegen, erstellen wir uns hier unten ein neues Material. Mit einem Doppelklick hier bearbeiten wir dieses Objekt, klicken da einen Doppelklick drauf, gehen hier bei Glanzlicht den Haken rausnehmen und auf Farbe und dann gehen wir hier bei Textur und diese langen Balken. So, hier wählen wir uns jetzt das Video aus, was wir eben gemacht haben. Nämlich ist das hier. Da klicken wir da drauf und klicken auf Öffnen. Jetzt fragt er uns hier, das Bild ist nicht im Suchpfad des Dokuments. Wollen Sie eine Kopie im Verzeichnis des Dokuments erstellen? Da machen wir einfach mal Nein. Und jetzt sehen wir hier, wenn hier dieses Video, also so ein Bild schon mal ist, dann ist alles richtig. Wenn ihr jetzt irgendwas schwarz habt, also falls hier nur schwarz ist, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Und ja, jetzt gehen wir bei Editor. Bei Vorschau animieren machen wir einen Haken rein und jetzt können wir das schließen und jetzt nehmen wir uns die Ebene, wo das drauf soll. Bei mir soll es auf dem Bildschirm hier und jetzt ziehen wir einfach dieses Material auf dem Bildschirm rauf, so, und jetzt sehen wir hier auch schon jetzt diese, ja, das Video halt. Und wenn wir jetzt mal an den Anfang gehen, dann sehen wir hier, wenn wir jetzt abspielen, dass da jetzt dieses Video abläuft. Und wir können das Ganze jetzt auch mal rendern. So sieht das aus. Hier links ist irgendwie so ein kleiner Fehler. Was ist das denn? Okay. Das liegt aber an Camtasia Studio, glaube ich. Das war in Camtasia Studio dann auch so. Und ja. Hier spielt, könnt ihr das dann einfach abspielen. Das Video läuft und ja. Wenn ihr das dann alles fertig gemacht habt, eingestellt habt, könnt ihr hier oben auf die Rendereinstellungen gehen, auf Ausgabe, hier die Größe des Videos einstellen. Ich habe jetzt mal das YouTube HD. Hier könnt ihr einstellen, ob es ein Bild nur sein soll oder ob es ein Video sein soll. Wenn ihr jetzt auf manuell geht, könnt ihr einstellen von Bild 0 auf Bild, ja, was ihr wollt habt. Ich nehme jetzt hier mal von Bild 70, weil ich habe das da den Anfang auf 70 gestellt, nach Bild 100. Ne, das ist ein bisschen wenig. 150, so. Und dann bei Speichern müsst ihr noch einen Speicherpfad auswählen. Und hier ist es ganz wichtig, dass ihr da entweder AVI nehmt
oder QuickTime. Also QuickTime habt ihr da nur stehen, wenn ihr auch den QuickTime Player installiert habt. Aber ich empfehle euch AVI, Film, ja. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr auf das Render-Symbol. Und jetzt rendert das erstmal schön. Diesen Teil lasse ich jetzt schnell vorspulen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist das hier auch gleich fertig und so, ist fertig. Und jetzt gehen wir mal auf den Desktop und sehen hier diese Datei. Die können wir mal öffnen. Und wie wir sehen, läuft das Video jetzt hier durch. So, stockt halt noch ein bisschen, aber das liegt jetzt an dem Video. Also, wenn ihr das irgendwie nochmal rendert oder so, dann ist das eigentlich, ist das flüssig durchlaufen. Hier hat man gesehen, es stockt ein bisschen. Aber, ja. Wir sehen auch hier, das ist 100 MB groß. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann macht einen Daumen nach unten. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare und ich versuche sie dann zu beantworten. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.